Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Hallo, willkommen zur 66. Folge der Comic Cookies. Ich bin der Andi und heute bin ich zu Gast bei den beiden Jungs, die hier vor mir sitzen. Das sind einmal der Steffen. Moin. Hi. Und der Breedstorm. Tag. Ja, lösen wir mal auf. Ich bin hier zu Gast. Moin, moin, Jungs. Moin. Genau, wir haben uns gedacht, wir machen mal so ein kleines Podcast-Crossover. Gibt es ja immer mal die Idee und manchmal klappt es auch. Und nachdem der Breedstorm schon zu Gast war beim Telestammtisch, da haben wir gedacht, dann machen wir doch jetzt mit dem Andi einfach mal eine Comic-Cookies-Episode. Ja, haben natürlich den Vorteil, dass wir relativ nah irgendwie beieinander wohnen bzw. arbeiten. Und da hat sich das heute so ergeben. Da sind wir aus historischen Boden, Steffen, nämlich in Frankfurt im schönen Bierhannes. Vor wenigen Tagen im Fernsehen vorgestellt als eine der hässlichsten Ecken Hessens. Hat aber nichts mit dem Restaurant zu tun, sondern einfach mit der geografischen Lage hier am Stadtrand. Aber an und für sich eine alte Frankfurter Kultkneipe, kann man eigentlich schon sagen. Sehr interessantes Publikum, sehr alte Möbel. Napoleon soll auch schon des Gasthauses verwiesen worden sein, habe ich gelernt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns hier getroffen, historisch gesehen, weil wir uns hier so fast so ein bisschen gegründet haben. Weißt du das noch, Steffen? Wie war das? Das war an einem warmen Sommertag, glaube ich noch, im Jahr 2012. Ne? Irgendwann Juni, Juli, also Biergarten gab es schon, dann haben wir draußen gesessen und haben damals so die ersten Probeaufnahmen mit dem iPhone damals noch gemacht. Sepp war auch dabei und ja, da hatte ich das Ganze so ein bisschen gegründet. Ich glaube, in der Episode 10 oder so gibt es diesen Versuch auch noch nachzuhören. Ja. Mhm. Jetzt bist du heute das erste Mal bei uns mit hier dabei. Was denkst du so von der Örtlichkeit? Du kennst jetzt noch nicht viel, aber so der erste Eindruck? Also ich finde es hier super urig und das Lokal trägt hier auch Bier im Namen. Das ist mir also schon mal sehr sympathisch. Ich versuche beim Stammtisch immer regelmäßig auch mal ein Bierchen dazu zu trinken. Habe mich ja auch schon mit meinem Interviewpartner mal in einem Biergarten getroffen und also ich bin sehr zufrieden. Gut, also für dich ist das der richtige Geschmack hier, ne? Ja. Dann kommen wir doch aber zum eigentlichen Thema. Comics. Da hast du wieder am meisten gelesen, Breedstorm? Ja, habe ich. Aber vielleicht sollte der Andi erstmal erklären, wer vielleicht einen Telestammtisch noch nicht gehört hat, was das ist. Das ist eine gute Idee, ja. Ja, also der Telestammtisch ist ein Podcast. Ich sage immer, der Text, den ich runterreihe, ist runterleier. Der Telestammtisch ist ein Hobby-Podcast, nicht nur, weil das mein persönliches Hobby ist und ich das auch eher zum Spaß mache, sondern eben auch, weil es da inhaltlich um Hobbys geht. Das heißt, wenn du mal einen Film gesehen hast oder einen Comic gelesen oder uns was von deiner Briefmarkensammlung erzählen möchtest, kannst du das gern tun. Jetzt die Tage kommt eine Ausgabe, da habe ich zwei Fotografen, die so Urbex-Fotografie machen, also die verlassene Orte aufsuchen und dort wunderschöne Fotos machen mit einer krassen Belichtung auf einem professionellen Level. Das aber eben auf Hobby-Ebene. Die habe ich bei mir in der Ausgabe und wir quatschen einfach so ein bisschen über deren Freizeit. Und das kann dann jeder da draußen auch machen, der Bock hat mal vorbeizukommen, einfach melden. Ich droppe hier mal die E-Mail-Adresse, dertelestammtisch@gmail.com. Einfach mal schreiben, Facebook und Co., ihr findet das schon. Ja, und bei uns geht es halt eben häufig auch um Comics, weil Comics so mein persönliches Hobby-Ding sind. Mhm. Schönes Konzept, ja. Also auf jeden Fall immer hörenswert. Wie gesagt, Breedstorm auch schon dabei in der Batman-Special-Episode, genau. Und ja, sehr schönes Ding. Gerne reinhören. Wir verlinken es natürlich wie immer in den Shownotes. Und ja. Breedstorm, Comic? Oder ein anderes Hobby? Ja, das würde ich dann vielleicht da nochmal vorstellen, was ich da noch für Hobbys habe. Ne? Stimmt, das könntest du eigentlich machen. Ja. Wir starten vielleicht mal mit All-Star Batman aus Die Wiedergeburt des DC-Universums von Scott Snyder und John Romita Jr., weil ich weiß, der Andi hat es auch gelesen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? John Romita Jr., hole ich mir eigentlich fast alles, was rauskommt. Selbst wenn es
Scott Snyder irgendwie schreibt, mit dem ich jetzt nicht so tief verbunden bin. Also es gibt Geschichten von ihm, die ich mag, es gibt welche, die ich weniger mag, aber insgesamt sage ich, kann man durchaus mal machen und es war kein Hindernis in Verbindung mit John Romita Jr. Was haben wir hier? Wir haben eine Storyline, in der Batman versucht, Two-Face zu heilen und den sich mit seinem neuen Aushilfs-Sidekick, der heißt nicht Robin, sondern wie heißt er gleich? The Signal? The Signal ist das. Also ich glaube, manchmal, ob man das offiziell schon weiß, eigentlich heißt er Duke Thomas. Thomas Duke? Ja. Okay. Ja, man merkt, ich bin da bei dem Robin War und so nicht dabei gewesen. Auf jeden Fall hat er seinen neuen Sidekick dabei und sie versuchen, Two-Face zu heilen. Und Two-Face hat aber, wie wir bekanntlich wissen, diese eine gute Seite und eine böse Seite. Und das wird hier sehr stark ausgebreitet, dass die gute Seite versucht, die böse Seite zu übernehmen und umgekehrt. Und die böse Seite möchte natürlich nicht weggeheilt werden, was wiederum bedeutet, dass er über die Medien versucht, alle Schurken, aber auch normale Menschen dazu zu bringen, auf besondere Art und Weise Batman davon abzuhalten, ihn zu heilen. Mhm. Ne, er möchte ihn zu einem bestimmten Punkt bringen und sagt dann letztendlich, schafft es bitte, mich hier rauszuholen und dafür gebe ich euer tiefstes Geheimnis nicht preis. Also er hat quasi durch das Internet, durch die Medien, hat er die dunkelsten Geheimnisse eines jeden herausgefunden, sagt er zumindest, und er sagt, er wird sie dann nicht veröffentlichen, wer ihn dann rettet. Das bringt natürlich überraschend viele Menschen dann dazu und vor allem überraschend viele Schurken dazu, sich dem Thema zu widmen und Jagd auf Batman, Two-Face und The Signal zu machen. Mhm. Und ja, das ist eigentlich ein sehr fieser Roadtrip, in dem immer wieder andere versuchen, ihn anzugreifen. Mhm. Es beginnt relativ frühzeitig in einem Restaurant, in dem dann diverse als Käfer verkleidete Schurken ihn angreifen, aber in einer Art und Weise natürlich von Romita Jr. umgesetzt, wie wir es vielleicht aus Kick-Ass kennen. Mhm. Also die Schurken sind hier meistens relativ kurz dargestellt, außer einen, der im späteren Verlauf der Storyline dann mehrfach angreift und sind immer sehr actionreich umgesetzt. Also wirklich so ein bisschen wirklich wie Kick-Ass, inszeniert, bombastisch, so wie man das auch verfilmt sehen würde vielleicht. Und es kommen immer wieder andere. Also die ganze Schurkengalerie wird durchgegangen. Auch sehr obskure Gestalten zwischendurch. Also Killer Croc kennt sicherlich jeder, aber dann gibt es hier noch so einen netten unsichtbaren Herrn hier mit Zylinder. Sagt er dir was, Steffen? Ja, gesehen habe ich den schon mal, aber wie der jetzt heißt. Ja, mir halt auch nicht. Ne? Und von dem Kaliber werden noch verschiedene andere eingeführt. Mhm. Es ist so ein bisschen. Ist das der Gentleman Ghost? Ich weiß nur, dass der im gratis Comic, im gratis Batman Comic hatte, der auch einen Kurzauftritt. Aber wie er heißt, weiß ich leider nicht. Also sind sehr, sehr viele unterschiedliche drin. Und alle greifen ihn an, was natürlich so ein bisschen an Nightfall erinnert. Mhm. Ne, da, wo Bane versucht hat, ihn zu zermürben, indem er eine Welle nach der anderen Gegner auf ihn gehetzt hat. Wobei Nightfall natürlich aus einer anderen Zeit kam, wo man das noch nicht so oft gesehen hatte. Oder Hush vielleicht auch, ne? Da gab es ja auch so ein bisschen die Schurken-Galerie. Ja, also ja. Ne? Wir sind jetzt natürlich in einer Phase, wo man nicht mehr unbedingt viel Neues und Innovatives in jeder Geschichte erzählen kann. Und ich finde es actionreich umgesetzt, tiefgründig ist es aber nicht. Mir wäre es lieb gewesen, hätte vielleicht eher jemand anderes geschrieben, um vielleicht noch ein paar Feinheiten da in das ganze Ding reinzubringen. Ja, es wird stark eingegangen so ein bisschen auf die Vergangenheit von Two-Face mit Bruce Wayne zusammen, also als er noch nicht Two-Face war, sondern aus Kindheit, Jugend, wie die da zusammengewirkt haben und auch später als Staatsanwalt, wie er da agiert hat. Und ein abgeschlossener Band. Es ist jetzt nicht die neue Wundergeschichte, die wir da lesen können, aber ich fand es unterm Strich lesbar. Ja, also das kann man mal machen, wenn man vielleicht noch nicht viel davon gelesen hat, viele Wiederholungen noch nicht kennt, ist das vielleicht eine ganz nette Variante. Ich habe gehört, der Andi hat nicht ganz so das positive Fazit dazu gezogen.
Ja, liegt einfach an, im Wesentlichen an zwei Punkten da, bei Batman All-Star. Zum einen ist es einfach die Interpretation von Batman, die Scott Snyder da auch in seinen Runs, die er dann ja eben auch in der eigentlichen Batman-Serie verfolgt hat, die er einfach an den Tag legt. Batman ist bei ihm schon nahezu unsterblich. Er kämpft gegen große Gegnermengen und muss auch einiges einstecken, was er natürlich überlebt. Das ist das eine. Dann zum anderen gibt es gewaltige Sprünge aus Höhen. Das ist einfach eine sehr actionlastige Interpretation Batmans, die dann hier auch zum Beispiel mit seinem Sidekick hier Duke Thomas auch mal eine Ghetto-Faust macht und so. Das ist irgendwie, es ist nett, es ist cool, es ist ganz sicherlich auch eine Interpretation eines Batmans, die sich vielleicht zu einer jüngeren Zielgruppe richtet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es nicht. Es ist mir über weite Strecken zu wirr. Und ich kann jetzt aktuell mit zum Beispiel mit Niemandsland, was ich gerade lese, und vielleicht kommen wir da heute nochmal drauf zu sprechen, kann ich viel mehr anfangen. Das ist viel mehr mein Batman, viel düsterer, viel bodenständiger. Was nichts daran ändert, dass das eine locker flockige Unterhaltung ist, die man hier kriegt. Und dann natürlich, aber ich glaube, das ist einfach wirklich Geschmackssache, schlichtweg der Zeichenstil von Romita Jr., der ist halt einfach nicht jedermanns Geschmack. Wobei ich sagen muss, das ist so mit eins der schöneren Sachen, die ich von ihm kenne. Mhm. Ja. Gut. Steffen, du hast es noch nicht gelesen. Nee. Nein. Ja, stattdessen sehe ich, hast ein paar Funnies auf Lager. Ja, ne? Ja, ja. Okay. Ich habe mich mit Funnies beschäftigt in letzter Zeit. Kommen wir von Batman zu was ganz Ähnlichem. Nämlich nicht die große böse Fledermaus, sondern der große böse Fuchs. Es ist ein Comicband, der jetzt auch so im Rahmen der Buchmesse mit den französischen Gastland, also Frankreich als Gastland, so ein bisschen in dem Rahmen erschienen ist. Im Avant Verlag. Und zwar geht es dabei, wie der Titel schon sagt, um einen Fuchs, der sich selbst für den großen bösen Fuchs hält. Also er denkt, er schafft es irgendwann nochmal, diese verfluchten Hühner dazu entführen von dieser Farm. Er versucht es halt immer wieder, aber die Hühner können sich wehren. Und das spürt er halt immer wieder am eigenen Leib. Trifft dann im Wald auch so ein bisschen auf den Vetter von sich, nämlich den Wolf. Und holt sich bei ihm so ein bisschen Tipps und der sagt dann, ja gut, dann klau halt die Eier und wart halt, bis die Eier ausgebrütet sind. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte dazu, denn die Eier werden ausgebrütet und die drei Küken entwickeln dann eine elterliche Beziehung. Also sie halten ihn halt für seine Mutter oder ihre Mutter, weil er ist das Erste, was sie sehen, ja. So, und daraus entspinnt sich dann halt der Rest der Geschichte, die jetzt natürlich nicht gespoilert wird. Ist halt ein kurzweiliger Comic, ist sehr, sehr dynamisch und funny-mäßig gezeichnet. Und spielt so ein bisschen mit den Erwartungshaltungen, die man hat. Wird es irgendwann schaffen, wird es nicht schaffen und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Ding. Also es ist auch direkt verfilmt worden als Cartoon. Und dicke Empfehlung, weil der Fuchs im Spiel mit den Küken einfach göttlich ist. Wenn ich mal fragen darf, wie lange hast du dran gelesen? Das ist ja jetzt hier beim Avant Verlag erschienen, wieder wunderschön verarbeitet, kostet aber eben auch 25 Euro. Ja. Wie viel Zeit hast du investiert in den Comic? Das hat man relativ schnell durch. Das ist ich habe es jetzt in kleineren Etappen gelesen, aber ich würde jetzt mal sagen, ein Abend ist es eigentlich weg. Ja. Okay, das ist interessant, dass auch der Zeichenstil gefällt mir. Das, das Cartoonige muss man halt natürlich wieder mögen. Ist jetzt keine klassische Panel, wobei doch sind so kann man die Panelaufteilung irgendwie, würdest du die beschreiben? Angepasst, so wie es gerade notwendig ist, würde ich sagen. Also du siehst halt, jedes Panel hat keinen Rahmen. Ja, es ist frei gestaltet und das wird dann halt auf die Seite gestreckt, so wie es gerade gebraucht wird. Wenn es eine Szene ist, die mehr Details braucht, dann wird die halt höher gezogen oder größer dargestellt. Und Ja, okay, also mich hast du damit noch nicht ganz, muss ich sagen. Warum? Es sind relativ viele Sachen, wo ich immer
Tier unterhält sich mit einem anderen, Tier grinst, Tier guckt böse. Also die Darstellung reduziert sich schon sehr auf die jeweiligen Personen, die sich da unterhalten. Mhm. Und die Einstellung ist eigentlich auch immer sehr, sehr ähnlich. Also es ist jetzt noch nicht, was mich direkt greift. Was mich wundert, ist, dass du sagst, es ist eine durchgehende Erzählung. Mhm. Weil eigentlich hätte ich gedacht, das ist vielleicht so wie ein Zeitungsstrip oder sowas. Es ist sehr episodenhaft aufgeteilt, aber es ist im Zusammenhang eine zusammenspielende Geschichte. Ja. Ja. Abgeschlossen oder gibt es da noch einen? Ist die abgeschlossen oder gibt es vielleicht noch ein Folgeband? Die ist absolut abgeschlossen. Also das ist aufgrund des Erfolgs könnte man sich vorstellen, da gibt es vielleicht irgendwann mal noch eine Fortsetzung, aber das ist kein offenes Ende und nichts. Also es ist alles in sich abgeschlossen hier. Mhm. Ja. Wie gesagt, also die Zeichnung, dein Fall ist es jetzt nicht. Manchmal so ein bisschen statisch, aber andererseits auch doch sehr dynamisch gestaltet von den Figuren her. Und ja, der Wortwitz ist es halt und überhaupt der Text, die Geschichte, das ist es halt, was das Comic auch ausmacht. Soweit ich weiß, haben so Funnies und Cartoon-Sachen in Deutschland ja relativ schwer, also finden auch selten einen Verlag, der da jetzt ein größeres Programm aufbaut. Soweit ich weiß, ich habe auch euren sehr guten Splitter-Podcast gehört, wo ihr eine zweite Interviewreihe geführt habt. Auch die haben damit nicht nur gute Erfahrungen, also es ist einfach schwierig. Wie absurd wird es denn in dem Comic? Ist das was nur hin und wieder mal ein bisschen lustig ist oder muss ich mich schon sehr von der Realität verabschieden? Na gut, sprechende Tiere, da geht's schon mal los, ja. Also das heißt, in dem Aspekt schon mal von der Realität verabschieden. Die Urinstinkte sind halt da, aber um die zu erfüllen, wird es halt doch recht abgedreht zum Teil. Ja. Genau. Andi, was hast du denn so? Ich habe mir was gekauft und zwar live vor Ort bei einer Veranstaltung, wo wir uns persönlich auch kurz getroffen haben. Vielleicht wollen wir da mal kurz drauf erstmal zu sprechen kommen, bevor ich jetzt hier auf ein Crossover zu sprechen kommen werde, das im Dantes Verlag erschienen ist. Und zwar war jetzt vor kurzem in Bensheim die zweite Luxor Fantastik. Die Luxor Fantastik ist eine, wie es scheint, wachsende Veranstaltung, die wohl auch beim dritten Mal wahrscheinlich in Heidelberg stattfinden wird. Das ist wohl das. Was ist das eigentlich? Das ist quasi also eine Comic, Spielzeug und anderer Nerdkram-Messe, bei dem nicht nur Händler und Verkäufer da sind, sondern eben auch ganz viele Künstler, gerade Lokale, häufig welche, die eben aus Mannheim und der Region kommen, die ich zum großen Teil übrigens auch wieder mal Eigenwerbung auch schon interviewt habe, also kann ich sehr empfehlen. Und also ganz tolles Ding, kann man, ich persönlich habe da den kompletten Tag verbracht. Erstmal beide Daumen nach oben. Wie war so dein Eindruck von der Veranstaltung? Also ich habe jetzt nicht viel erwartet und war positiv überrascht. Also ja, muss ich ja sagen. Also ich meine, es ist halt, man muss voraussagen, es wurde angekündigt als eine Veranstaltung, die in einem Kino stattfindet. Okay, auf zwei Ebenen, aber jetzt dachte ich so, naja gut, in Bensheim im Kino, wie groß kann das sein und so weiter und so fort. Und was erwartet mich da? Ich habe dann da mit 2-3 Tischen gerechnet und vielleicht ein paar Vorträge auf einer kleinen Bühne oder sowas. Aber das hat man alles gut ausgenutzt. Und also im Vorraum waren halt schon die Figurenstände, die du erwähnt hast. Das ging dann im zweiten Stockwerk auch weiter und es gab auch noch eine Ausstellung auf Mittelebene, aber die habe ich jetzt leider auch nicht gesehen. Und bin also positiv überrascht worden und haben mir das nicht so schön vorgestellt und ja, war ein gelungener Tag auf jeden Fall. Also das kann man schon sagen. Wir sind auch erst mittags hin, weil wir auch gedacht haben, naja, es wird jetzt so groß halt nicht sein und haben am Ende gemerkt, naja, ein bisschen mehr Zeit hätte dann doch gut getan. Ja. Das weiß man halt vorher nie so genau. Ja. Gerade eben auch, weil in diesem Kino, wie gesagt, oben in der zweiten Etage war so eine Art Artist Alley aufgebaut, die man jetzt auch von der Comic-Con zum Beispiel kennt und aus meiner Sicht auch mindestens genauso viele Künstler geboten hat, wie das auf so einer Comic-Con der Fall ist. Und also, wer war da? Wir nennen mal ein paar Namen. Da war unter anderem sicherlich bekannteste war der Ingo Römling, den man ja von seiner Arbeit für die Star-Wars-Serien kennt. Dann waren da viele weitere da, unter anderem der Andreas Butzbach, der aktuell viel in den Plem-Plem-Sachen mit drin ist. Dann ist, keine Ahnung, der Marco
Darko Mohadian da, der macht so ein bisschen experimentelle, düstere Sachen. Dann die Jungs von Krake Comic waren da, die machen auch eine Anthologie, die so ein bisschen im Indie-Bereich tätig ist. Also ganz viele Indie-Künstler und ganz viele tolle Leute. Unter anderem auch der Joshua Dantes. Joshua Dantes ist aus Mannheim und hat seinen eigenen Verlag gegründet. Ja, also kleiner Indie-Verlag und hat ein ganz tolles, kleines, überschaubares Programm. Neben Gravel, das ist eine Serie von Warren Ellis, hat er unter anderem auch Usagi Yimbo mit im Programm. Das ist eine Reihe. Und die dritte Reihe, genau, Slane. Da gab es auch was zum Gratis-Comic-Tag dazu. Das sind so die drei Sachen. Da hat er jetzt aktuell seine Lizenznehmer und veröffentlicht die da in seinem kleinen Verlag. Kann ich sehr empfehlen, guck da mal rein. Also ich habe jetzt bis jetzt nur Gravel gelesen und hier auch ein Crossover, das ich gleich mal vorstellen möchte. Und Gravel war auch ganz toll. Das ist sehr düster, das ist ein bisschen John Constantine in brutaler, viel brutaler. Ja, genau. Ja, zur Zeichnerallee möchte ich kurz ein bisschen was ergänzen. Wir sind dann ja auch mal vorbeigelaufen und ich fand es halt ein bisschen schlimm, dass da kein Licht war. Also es war ein bisschen natürliches Licht von draußen, aber später wurde es ja dann auch etwas dunkler schon. Und die saßen da so echt in einem echt abgedunkelten Winkel, kann man sagen. Und das sah irgendwie nicht cool aus. Also für die Zeichner nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt mit keinem gesprochen. Vielleicht hast du da ja dann mehr Material noch. Irgendwie, also das hat mir leid getan für die Leute, die da gesessen haben. Ja. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Gerade gegen Vormittag ist es natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Das war ja auch die Hauptzeit, wo auch tatsächlich deutlich mehr Publikum da war. Gegen Nachmittag ist es ein bisschen weniger geworden. Und da fiel dann auch die Dunkelheit auf. Das ist einfach, man kann sich das Kino nicht vorstellen wie so ein riesen Cineplex, ja, wo mit so x Sälen, das alles anonym ist. Das ist ein relativ kleines Kino, aber modern. Auch, das viel Wert auf so Style legt. Da gibt es einen Saal, der ist komplett im Star Wars Design drin. Also da gibt es einen Vorraum, das fühlst du dich wie auf irgendeiner Brücke in einem riesen Sternkreuzer in Star Wars und dann gibt es da also ganz viel Style und oben ist eben so ein bisschen loungig. Das ist der Bereich, den du eigentlich nur betrittst, wenn du die teuren Karten kaufst, wo du dann die geilen Sessel kriegst und da ist natürlich das Licht ein bisschen gedimmt und da stimme ich dir zu, jetzt gerade in dem Fall gegen Nachmittag war das schon sehr dunkel. Aber ich glaube, dass das nicht mehr so viel Publikum da war, dass das hätte stören können. Ja. Ja, und dann insgesamt ist es aber eine tolle Veranstaltung. Das muss ich an dieser Stelle nochmal wiederholen. Also es ist wirklich bemerkenswert, wie viele Künstler da sind. Das kann manche Comic-Con nicht, gerade in Frankfurt. Und ich könnte mich ja stundenlang mit den Künstlern unterhalten, das was ich auch getan habe. Insofern kann ich es wirklich empfehlen. Und wenn es jetzt in Heidelberg stattfindet, dann macht wohl nächstes Jahr das neue Kino von dem Betreiber auf. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, das stimmt. Das ist ja dann... Der Betreiber ist wohl auch selbst ein Riesenfan und Sammler und das siehst du dann halt auch. Ja. Also wie schon an dem von dir erwähnten Kinosaal mit dem Star Wars Flair und so weiter und so fort. Also es ist, wenn du reinkommst, hast du ein riesen Aquarium noch da mit riesen Fischen da drin, keine Ahnung, und Hai auch, ne? Und alles. Also ist schon nicht schlecht. Also das schon allein das Kino ist an sich schon mal ein Besuch wert und wenn da noch sowas da drin ist, dann ja, umso mehr. Hat es Eintritt gekostet? Ja, 5 Euro. War aber okay. Also absolut, ja. Und mir ging es halt so, als alter Figuren-Fan und Sammler kommst du an den Tisch, an den ersten und könntest eigentlich schon da fast das ganze Budget auf den Kopf hauen. Aber ja, ich habe mich dann halt doch ein bisschen zurückgehalten. Aber Andi hat da einen Comic mitgenommen. Ganz genau. Wie gesagt, der Joshua Dantes, super Typ mit seinem Verlag, hat ganz aktuell noch vom öffentlichen, offiziellen Release ein Crossover dabei gehabt. Und zwar ist es ein Crossover zwischen seiner Reihe Usagi Yojimbo. Das ist quasi ein Ninja-Hase, also mit Schwertern, der kämpfen kann. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, spielt quasi dem Grunde nach also die Serie von Usagi Yimbo im mittelalterlichen Japan. Ist also alles Richtung Ninja, Samurai, so die Richtung. Und diese treffen auf, wer hätte es geahnt, man trifft so selten auf sie in letzter Zeit, die Teenage Mutant Ninja Turtles. Also ein weiteres Crossover, das die Schildkröten in den letzten Monaten hatten.
Ja, es gibt jetzt inzwischen schon das zweite Crossover mit Batman. Bei Danny Books ist die, das Crossover mit den Ghostbusters kann man da erwerben. Ja, und ich habe mir eben jetzt hier diese Ausgabe gekauft, wo sie auf Usagi Yimbo treffen. Ja, also quasi, das sind ja anthropomorphe Figuren, also Tiere, die vermenschlicht sind, so ein bisschen auch wie das jetzt bei deinem Fuchs gerade der Fall war, wobei bei mir das vielleicht noch ein bisschen im extremeren Fall ist. Und es liest sich wirklich schnell weg. Das ist so gefühlt, also das ganze Ding hat, wie viel sind es hier? 80 Seiten. Und das für gerade mal nicht ganz 9 Euro kann man also echt mal mitnehmen. Ist schön verarbeitet. Worum geht's? Usagi Yimbo, den ich vorher wirklich nicht kannte. Also ist eine bis heute anlaufende Serie, die es schon seit einer halben Ewigkeit gibt. Von niemand Geringerem als dem Autoren Stan Sakai. Und ja, der hat halt schon diese Serie ewig am Start. Das ist also dieser Hase. Und was machen die? Er kämpft gegen ganz viele Leute und trifft plötzlich auf einen ehemaligen Weggefährten von sich, der doch stark an Splinter erinnert. Und ist nicht dieselbe Person, aber doch sehr ähnlich. Und dieser Splinter hat einen Auftrag, den er ihm geben möchte. Allerdings weiß dieser Splinter-Ersatz, dass er es alleine nicht auf die Reihe kriegt. Und deswegen muss er Verstärkung kriegen. Und wer könnte diese Verstärkung sein als die Turtles? Er nimmt also 4 Schildkröten aus einem naheliegenden Fluss, verzaubert die mit einem super krassen Zauberspruch, irgendwas mit Chakra und ganz vielen Worten, die ich nicht erklären kann. Und plötzlich sind sie da, unsere 4 grünen Schildkröten. Ja, und dann will ich nicht zu sehr auf die einzelnen Details eingehen, aber im Endeffekt sind die 4, nachdem sie sich die 5 sind es, nachdem sie sich natürlich erstmal genretypisch vermöbelt haben, dann auf einer gemeinsamen Reise und versuchen dort nicht weniger als das Japan das zu beschützen. Und dazu müssen sie einen Stein an einen ganz besonderen Ort bringen. Und da gibt es natürlich Leute, die haben da ein Problem mit. Und deswegen wird gekämpft. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr actionlastig ist, dass das jetzt nicht so sonderlich umfangreich und tiefgehend ist, aber auf jeden Fall fluffige Unterhaltung. Und ist einfach cool zu lesen. Ja, ist einfach sehr actionlastig und sehr unterhaltsam auch. Die Zeichnung von, gezeichnet ist auch von Stan Sakai. Die sind wieder so ein bisschen Geschmackssache, ist wieder doch recht cartoonig. Ja, doch irgendwie cartoonig, ist sehr überdreht, so ein bisschen, ja, muss man mögen. Ich weiß nicht, wenn ihr die so seht, ist das was euch auf die Schnelle anspricht? Wie würdet ihr das beschreiben? Dann lasse ich erstmal einen Breedstorm sprechen. Ja, tatsächlich habe ich das Aufeinandertreffen von Usagi Yojimbo und den Turtles. Allerdings als von Dark Horse gibt es das so gesammelt in Schwarz-Weiß, so wie die Essentials. Ich glaube, das ist es aber nicht. Es gab schon früher eins. Ja, genau, das alte habe ich. Und die Serie mag ich an sich, nicht unbedingt wegen Turtles, aber es passt halt sehr gut zusammen, hast du ja schon erwähnt. In der alten Serie ist zum Beispiel so, da sind die Turtles auch so gekleidet wie im feudalen Japan. Und das hat natürlich nochmal einen ganz speziellen Charme halt. Das haben sie hier jetzt nicht gemacht, habe ich gesehen. Mhm. Kann man durchaus machen. Was mich jetzt interessieren würde, ist das aus einem Story-Arc rausgerissen und jetzt nur das Crossover abgebildet oder ist das im Zusammenhang zu lesen? Gerade auch, weil es mein Einstieg in die Reihe Usagi Yimbo war, habe ich den Josh das auch mal gezielt gefragt, ob ich das ohne Vorkenntnisse lesen kann und das hat er mir bestätigt. Also ich habe nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Womöglich hätte ich diese Ratte, die aussieht wie Splinter, vorher schon gekannt. Okay, gut, sei es drum. Dem war jetzt nicht so. Aber sie ist aus keiner Serie rausgerissen. Das wirklich nicht. Kann man so, wie es ist, mal als vielleicht Einstieg in die Reihe lesen. Also wenn man so ein bisschen skeptisch ist bei der Frage, ob ein Ninja-Hase Unterhaltung bieten kann, dann ist das vielleicht für wenig Geld durchaus mal eine Möglichkeit, da reinzuschauen und auch einen kleinen deutschen Indie-Verlag zu unterstützen. Hinten drin sind es eine ganz tolle Covergalerie, das gefällt mir sehr gut. Es gibt 2 schöne Splash-Pages, die auch zusammenhängen, also könnte man alle nebeneinander liegen, das ist eigentlich ein Übergang. Da ist übrigens hinten noch ein Interview abgedruckt, da ist der Autor auch total stolz drauf. Ja, und wenn man aber sich zum Beispiel mal das Cover anguckt, was jetzt hier von dem Crossover mit den Ghostbusters, dann sieht man halt,
Das finde ich hübscher. Allein schon auch so ein bisschen, was die Details angeht und weil zum Beispiel auch jeder der vier Turtles ein leicht anderes Grün hat. Bei den Turtles, die wir hier bei dem Crossover haben, da muss man einfach sagen, ich könnte nicht erkennen, wer wer ist, wenn die nicht ihre verschiedenen Waffen hätten und natürlich die verschiedenen Farben. Aber so vom Charakter her kriegen die jetzt alle nicht sonderlich viel Tiefe auf den wenigen Seiten und sind eigentlich austauschbar. Was es natürlich für Neuleser einfacher macht, da reinzukommen. Ja, ist natürlich auch ein interessantes Konzept. Also bisher hatten wir ja bei den Crossovern immer irgendwie eine Erklärung, wie dass es ein Dimensionsportal gab oder sowas. Ist ja jetzt hier gar nicht der Fall. Hier werden sie ja praktisch direkt in dieser Welt nochmal neu erschaffen. Ganz genau so sieht's aus. Da ist jetzt nichts gebeamt oder irgendwie durch einen Zeitstrudel oder whatever. Es wird auch gezielt gesagt, das ist interessant, die treffen aufeinander und die Turtles greifen ihn an, den Usagi. Und das ist gleich zu Beginn, das ist kein großer Spoiler. Und Usagi meint, ach hier, wir kennen uns doch und so, weil er sich nämlich an das letzte Crossover erinnern kann, das wir gerade angesprochen haben. Die Turtles selbst eben nicht. Und das wird auch erklärt, weil dieser Ersatzblinder sagt eben, das wären jetzt hier neue alternative Turtles. Also es ist schon sehr frei interpretiert. Also ich finde es ziemlich gut, wie er das qualitativ hingekriegt hat. Ich sehe, er lässt es bei Flyer-Alarm drucken und dass du da wirklich schon so ein Prestigeband, hätten wir früher gesagt, dahin zaubern kannst. Also es fühlt sich gut an, sieht gut aus, also nicht schlecht. Und letztendlich, er ist ja der Verlag. Ich habe ja natürlich das Interview auch gehört und dafür bin ich jetzt sehr positiv überrascht von der Qualität auch des Heftes. Also das ist ordentlich. Gut, ja. Da würde ich wahrscheinlich auch mal einen Blick reinwerfen. Genau. Aber vom ersten Eindruck her ist es natürlich schon ein Stil, der in meine Richtung geht. Ist mir halt an einigen Stellen, wenn ich so beim Durchblättern gesehen habe, ein bisschen krickel-krackel-mäßig. Ja? Also, aber ich vermute mal, das passt ganz gut dazu und von daher wäre das dann auf jeden Fall einen Blick wert. Britzer hat ja auch noch einen großen Stapel liegen. Ja, ich habe immer einen großen Stapel liegen. Vor allem der nicht gelesen Stapel, der ist riesig, ja. Als nächstes hätte ich einen Comic, den ich schon vor 2 Jahren oder so bestellt habe. Den hatte ich sehr, sehr lange vorbestellt bei Amazon seinerzeit. Und es handelt sich um Warlord of Mars von Dynamite Comics. Das ist ein Katalog, großer Band, ähnlich wie ein Monsterband bei Panini. Der eben den Warlord of Mars beschreibt. Der ein oder andere wird vielleicht den Film gesehen haben von Disney. Disney hat es genannt John Carter, Warlord of Mars. Und in der Tat ist John Carter derjenige, um den es geht. Er ist nämlich ein ehemaliger Soldat aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, der plötzlich auf den Mars gezogen wird. Und auf dem Mars trifft er nicht nur Grüne und andere Marsianer, sondern da gibt es auch menschenähnliche Wesen, die meistens sehr leicht bekleidet auf den Markt kommen. Und wie kann es anders sein? Er verliebt sich in die Prinzessin des Mars und kämpft dann mit ihr und für sie. Hast du einen Film gesehen, Steffen? Ja, gesehen und wieder vergessen. Ja, es war seinerzeit so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen eine Fingerübung für Star Wars, für den siebten Teil von Star Wars. Disney hatte offensichtlich schon das Geld und die Möglichkeiten für die Effekte und die haben sie da sehr gut umgesetzt. Und die Handlung ist aber nicht komplett parallel mit dem Film. Also natürlich die Grundzüge, dass er auf dem Mars gesogen wird und da viel mit Außerirdischen kämpft, ist natürlich genauso. Aber Arvid Nelson, weswegen ich diesen Band auch primär gekauft habe, weil ich Arvid Nelson sehr mag, seit Rex Mundi gehört zu meinen Lieblingscomics, kaufe ich eigentlich die meisten Sachen, die er macht. Arvid Nelson hat das umgesetzt wie der Autor dieser Bücher, die es davon gab. Das sind nämlich Bücher vom Anfang des letzten Jahrhunderts und geschrieben hat die Edgar Rice Burroughs. Sagt dir das was? Ja, Tarzan, ne? Genau, der hat unter anderem auch Tarzan geschrieben und eine andere seiner Serien war das. Und es gibt so gewisse Parallelen, dass man gerne unbekleidet rumläuft und gerne auch archaische Kämpfe vollzieht auf dem Mars. Aber auch Freundschaft ist hier ein ganz wichtiges Thema. Er entwickelt ja dann eine Freundschaft mit einem der Außerirdischen, der ihm das Leben rettet und auch wieder umgekehrt. Die Außerirdischen, die haben eine schöne Sitte. Wenn die jemanden anderen umbringen, dann übernehmen die quasi dessen Leben und dürfen dessen Namen führen. Okay. Ne? Also
Wenn ich dich jetzt umbringen würde, dann würde ich Breedstorm Steffen Liebschner heißen. Ne? Das wäre zum Beispiel schon, ich weiß nicht, ob das ein Ziel wäre, aber auf dem Mars wäre es halt so. Ne? Das Cover ist natürlich sehr, sehr klassisch gehalten. Erinnert so ein bisschen an Trigan. Das ist ein Thema, dem wir uns mit Sicherheit noch zunehmen werden. Und zwar wie in klassischer Science Fiction. Wie in klassischer Science Fiction oder wie man es auch von älteren Filmplakaten kennt. Also wirklich sehr detailreich. Innen drin ist das dann leider nicht mehr immer so der Fall. Ne? Also viele, die schon mal Dynamite Comics gelesen haben, sagen, sind jetzt nicht unbekannt, sind nicht bekannt dafür, dass sie die schönsten Zeichner immer am Start haben, sondern das ist, sage ich mal, oftmals die B-Klasse und so ein bisschen ist das auch hier der Fall. Insgesamt enthalten sind 3 Bände, also 3 Trade Paperbacks sind in diesem einem Sammelband quasi enthalten und es ist jeweils ein anderer Zeichner und man sieht, wie unterschiedlich das dann von Zeichner zu Zeichner wirkt. Also ich sag mal, Mark Rahner sagt mir zum Beispiel gar nichts, Louis Antonio sagt mir nichts, Steven sagt, also es sind viele, die mir einfach nichts sagen. Und der Stil ist halt dadurch sehr, sehr, ja, nicht gleich. Also die erste Saga ist komplett anders als die zweite und so weiter und so fort. Mal ein bisschen dunkler, mal ein bisschen heller, mal ein bisschen detailreicher. Er wendet sich dann, wie es in den Vorlagen wohl auch war. Eine der Erzählungen berichtet zum Beispiel nicht über John Carter selber, sondern über dessen Sohn. Weil er im ersten Buch wird er irgendwann wieder zurückgesogen zur Erde, ist ein bisschen verzweifelt. Und wird das fortgeführt auf dem Mars. Also der hat es dann wohl auch als Fortsetzungsbuch damals geschrieben, der Edgar Rice Burroughs. Und so ist das auch hier umgesetzt. Soll wohl sehr nah an der Handlung vom Original sein, was ich ja generell so mag. Also so alte Sci-Fi, die alten Vorstellungen, eben wie bei Trigan. Das ist ja schon was mir liegt. Ich bereue es aber trotzdem nicht, den Band mir geholt zu haben, weil wirklich war relativ günstig, 20, 25 Euro für wirklich ein dickes Paket, an dem du lange liest. Die ganzen Annuals sind enthalten und ganz hinten noch die ganze Covergalerie von diesen wirklich bezaubernd aussehenden Covern. Natürlich immer viel nackte Haut, also die, wenn man so Marsprinzessin ist, dann bedeckt man größtenteils seine Nippel mit ein bisschen Metall, das reicht dann auch. Ne? Aber auch, ich sag mal, der John Carter selber hat meistens auch nicht viel mehr an als Tarzan. Ja? Also gern was um die Hüfte oder vielleicht noch so ein Brustgurt. Der Steffen hat vorhin schon die Assoziationen mit Masters of the Universe geweckt. So ein bisschen in die Richtung geht das natürlich auch. Und schönes Ding. Kann man mal machen, wenn man die Thematik mag. Es ist definitiv nichts für jeden. Also, aber vielleicht, wenn man den Film gesehen hat und gesagt, ja, also die Thematik finde ich ganz gut, mehr davon, dann ist das so ein Ding dafür. Wäre das was für dich, Andi? Also ich würde es mir zumindest angucken, wenn es nicht ein weiterer Band auf dem viel zu großen Lesestapel wäre, käme er in Frage. Was mir natürlich gleich auffällt, weil ich hier mal den jetzt in der Hand habe, ein bisschen durchblätter. Einer meiner Lieblingskünstler ist und bleibt Alex Ross. Alex Ross ist hinten als mit Teil dieses Comics da genannt. Beim Durchblättern werden es aber wahrscheinlich eher die Cover sein, die von ihm sind und jetzt weniger Artwork von ihm selbst. Ne? Hinten sind die Cover, ja. Okay. Und sieht natürlich auch eher aus wie so ein, also erinnert mich so ein bisschen an diese, welcher Star Wars Teil ist das denn mit diesen kleinen Bären, der dritte, ne? Wo die dann, Die Ewoks, dankeschön, die Glücksbärchis. Das, also mit dieser Stadt von denen, so erinnert mich das teilweise ein bisschen, ja, dass sie eben an irgendwelchen Bäumen oben leben und so. Ja, sieht interessant aus. Gerade das Science-Fiction-Genre gefällt mir ja immer sehr gut. Ob ich mir jetzt tatsächlich dann auch noch auf die To-Read-Stapel legen würde, weiß ich nicht. Ja gut, bei mir sieht es ja ähnlich aus mit den ungelesenen Comics. Also von daher, wie gesagt, den Film kannte ich oder habe ich gesehen. Das war jetzt nicht ganz so einprägend für mich, aber wahrscheinlich war es auch so ein bisschen der Overkill, weil da gab es ja dann schon einiges zu dem Zeitpunkt. Aber sieht auch beim Durchblättern sehr interessant aus und würde ich mir wahrscheinlich auch mal reinlesen, aber jetzt nicht komplett dieses Monster-Ding da. Was hast du bezahlt eigentlich dafür? Ich hatte es vorbestellt, da war es 20, 21 Euro. Wenn du es jetzt kaufst, zuletzt habe ich geguckt, stand es auf 25, 26. Ich habe aber auch den nächsten Band schon vorbestellt. Sehr schön.
Also wenigstens von dir werden wir da noch was hören. Auf jeden Fall. Das heißt dann nicht mehr Neues aus Trigern, sondern Neues vom Mars oder wie. Ja. Naja, gut. Kommen wir zu einer anderen Art von Klassiker, nämlich dem guten Spirou und dem Fantasio, die hierzulande beim Carlsen Verlag erscheinen. Im Original bei Dupuis? Dupuis? Oder wie heißen sie? Weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls ist es so, dass dieser Band die tollsten Abenteuer von Spirou heißt und Kurzgeschichten sammelt. Und zwar Kurzgeschichten, die Dupuis. Bitte? Dupuis. Ah ja, doch, also ich hatte recht. Dupuis, genau. Bei diesem Verlag auch das Magazin Spirou erscheint. Und genau, und aus diesem Magazin Kurzgeschichten gesammelt finden sich in diesem Spezialband wieder. Das sind ganz verschiedene Geschichten oder ganz verschiedene Anlässe. Das eine ist zum Beispiel eine Jubiläumsgeschichte zu Spirou. Das nächste ist zum Beispiel eine Zeitreisegeschichte und so weiter und so fort. Es gibt sehr verschiedene Ansätze, Spirou mal in neue Umgebungen zu setzen. Man kennt ihn ja so ein bisschen als den Abenteurer, der mit Fantasio loszieht und da die dollsten Dinge erlebt. Hier ist es jetzt so, dass das Ganze immer so ein bisschen ausgeht von den Redaktionsräumen des Carlsen Verlags. Also die feiern sich dann hier auch ein bisschen selbst. Im Original ist es dann natürlich der Dupuis Verlag, sehr wahrscheinlich. Und es wird immer wieder das Magazin Spirou erwähnt, was es ja hierzulande nun leider gar nicht gibt. Ja. Aber von daher hinkt das ein bisschen, dass man das da immer wieder erwähnt. Genau. Der Breedstorm hat hier einen Lucky Luke Lookalike entdeckt, der etwas mehr Einblick gewährt oder als gewünscht. Ein weiterer sehr interessanter Ansatz ist Spirou in Gemeinschaft mit einem Superhelden darzustellen. Das ist natürlich definitiv eine Anleihe auf Batman. Der nennt sich hier in dem Fall jetzt Bad Guy. Und es ist praktisch eine Geschichte, die sagt, Spirou fährt in die USA, besucht einen alten Bekannten, der auch irgendwie Bruce Wayne, aber ein bisschen anders geschrieben heißt. Und der zeigt ihm halt auf, hier, also du hast ja schon ein Abenteuer mit mir erlebt, ich bin der Bad Guy und wir ziehen nochmal gemeinsam los. Und dadurch inspiriert beschließt Spirou, eine eigene Superheldenidentität zu entwickeln, nämlich den Superpagen. Ja. Das ist eine von mehreren Geschichten, wie gesagt, bunt durchwachsen, alles Mini-Episoden aus dem Spirou-Magazin, auch mal eine kleine, ja, nur nebenher illustrierte Geschichte dabei, also vorrangig Text. Das ist auch so ein Zweiteiler. Und im Bekleidenden hinten drin steht dann noch ein bisschen mehr dazu, wo die Geschichten genau erschienen sind und auf was sie sich eventuell beziehen könnten, weil sie nehmen natürlich auch sehr viel Bezug auf ältere Alben von Vorgängern, also das aktuelle Team. Ist ja, wie spricht man ihn jetzt aus? Johan ist der Zeichner und Fehlmann ist der Autor. Und die versuchen halt eigenen Aussagen nach so ein bisschen das klassische Material mit zu verwenden, also immer wieder Anspielungen drauf zu finden, aber das für Neuleser auch interessant zu machen. Und ich glaube, das kann man mit diesem Band schon mal ganz gut entdecken. Von Spirou sind ja ein paar Spezialbände mittlerweile erschienen. Da wird es demnächst auch nochmal eingeben, nämlich das Licht von Borneo. Das werde ich demnächst mal lesen und da auch nochmal ein paar Worte zu sagen demnächst in einem der nächsten Episoden. Aber natürlich ist auch die Hauptreihe
schon unendlich lang. Also 53 Ausgaben gibt es in Deutschland mittlerweile. Du hast den letzten schon vorgestellt, glaube ich, irgendwann mal, der Zorn des Masupilami, wo das Masupilami erstmals wieder im Spirou-Universum Einzug erhält, weil sie da die Rechte neu zurückbekommen haben. Und das wird halt auch immer so ein bisschen erwähnt in diesem Band, was es da so für Verquickungen gibt. Spirou kennst du, Andi? Ja, kennen schon, muss aber sagen, ich stecke da noch nicht so drin, im Gegensatz zu Masupilami, wo ich irgendwo schon die ersten beiden Ausgaben jetzt zu Hause auf mich warten. Mhm. Jetzt hast du gemeint, das ist ein Special und das bezieht sich teilweise schon noch auf die Hauptgeschichte. Ich vermute mal, die kennst du. Wie sieht das aus? Kann ich das, ist das jetzt als Neuleser, bin ich überfordert mit den ganzen Anspielungen oder ist eigentlich lustig und fluffig? Dir entgeht, glaube ich, nicht so viel, wenn du die Anspielungen nicht verstehst. Also natürlich hast du mehr Spaß, wenn du ältere Geschichten schon kennst. Also ich kenne auch nicht alle, um Gottes Willen. Also ich hab mit Turm und Jean-Ri damals angefangen, Spirou zu lesen und das auch sehr lückenhaft. Also ich bin da fern von alles zu haben. aber so ein paar Anspielungen, wie gesagt, gibt es immer wieder. Und wenn man zum Beispiel Cyclotrop erkennt in einer Episode, Und dann erkennt, was sie aus ihm gemacht haben in dieser Paralleldimension quasi, ist das schon sehr witzig. Ja. Wie viele Seiten waren das jetzt? Also, das ist so ein typisches Carlsen Alpenformat, also wie viele Seiten? 48 Comic plus Bonusmaterial. 48 Comic-Seiten plus Bonus, genau. Weil da jetzt mal eine kecke Frage. ich frage mich halt immer, wie es mit dem Format aussieht, mit der Größe. Ich weiß, die franco-belgischen, das ist das franco-belgische Format, das kriegt man immer in diesen Größenordnungen. Aber ich frage mich, ob die nicht mehr verkaufen würden und vielleicht auch mehr Leute ansprechen würden, wenn sie das einfach in so ein US-Format packen, ein bisschen dünner und ein bisschen billiger. Würde das passen oder wäre das der Sache nicht gerecht? Ja. Nee, also das würde nicht gehen, weil gerade bei Spirou ist es so, dass die Zeichnungen meistens sehr detailliert sind und das kann man schlecht vergleichen. Wir haben ja schon vor einigen Jahren, gab es ja mal die FAZ-Collection oder die Bild-Collection, wo du so gesammelte Comics hast und gerade die Franco-Belgier kamen dabei immer sehr, sehr schlecht weg und wir müssen es einsehen, das ist jetzt auch nicht so ein Comic, was sich jetzt gerade das Kind einfach mal aus dem Regal pickt, weil das Kind guckt vielleicht eher danach, ist da noch irgendwas zu spielen dabei und da hat er 20 Sachen, die er sich auswählen kann, sondern das ist was natürlich sehr viel von Leuten gelesen wird, die das vor 20, 30, 40 Jahren auch schon gelesen haben und die wollen das halt, denke ich mal, auch genau in dem Format, weil sonst wird es im Schrank halt auch scheiße aussehen. Ja, also ich verstehe den Gedanken, ich glaube, es gibt jetzt eine gesammelte Edition. Ja, eine Werksausgabe. Ja, das ist eine sehr gute Gelegenheit, an die Materie ranzugehen. Und mir persönlich gefallen für den Einstieg die ersten Sachen sehr gut. Also von Franquin und so weiter. Also die ganz alten Sachen sehr gut. Gerade die Phase, die gut, wo du eingestiegen bist, die fand ich extrem scheiße. bin jetzt aber froh, dass das neue Kreativteam wieder auf den alten Faden auch so ein bisschen wandelt. Was man dazu auf jeden Fall noch sagen kann, diese Spezialreihe, die ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Spirou Spezial, das sind Nachdrucke von Sachen, die aus den 30ern, 40ern so in dem Bereich auch sind. Und es gibt welche, die halt komplett neue Sachen sind, wie du jetzt hast. Wir hatten ja schon mal vorgestellt, wie hieß es, in der Nazi-Zeit... Operation Fledermaus? War das? Nee. Also es gibt auf jeden Fall diverse Neuinterpretationen, unter anderem auch das Experiment, Spirou im von Deutschen besetzten Belgien spielen zu lassen. Und das ist einfach großartig geworden. Wenn du dann aber im nächsten Band so einen Klassiker aus den 30ern, 40ern, 50ern dann dazwischen hast, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht sein, weil sich die Optik nicht großartig geändert hat, aber die Erzählweise ist halt eine ganz andere geworden mit der Zeit. Ne? Also wenn man da anfängt, würde ich wirklich bei den Ältesten anfangen. Der Zauberer von Rummelsdorf, die Einführung des Masupilamis, genau, doch, Operation Fledermaus, sollte der Steffen recht gehabt haben. Ich muss leider zugeben, ja. Passiert. Ja. Aber das ist wirklich, ich bin nicht der Funny-Fan. Ja, also das ist nicht mein primäre, aber das ist wirklich was ich mir wirklich dann kaufe und ins Regal stelle, weil ich Spaß dran habe. Ja.
ja, um jetzt nochmal die das nochmal aufzugreifen von eben, dass du gerade die besonders alten Sachen gut magst. Das ist immer eine Frage, wann man es entdeckt hat. Ne? Und ich habe es halt mit Thomas Tom und Jean-Ri entdeckt und fand diesen dynamischen Stil halt sehr überzeugend. Da warst du der Einzige. Ja, das glaube ich auch nicht, aber gut. Die Phase war das ja nicht so lang. Kommen. Die war ja nicht so lang, die Phase, du weißt warum. Ja, aber prägend. Und ja, also das ist halt immer so eine Sache, wann man das entdeckt hat, glaube ich auch. Und oder in welcher Etappe man das entdeckt hat. Du hast dann halt die Frühen zuerst entdeckt und bist ja auch schon einiges älter als ich. Das Gute ist, so sieht's halt nicht aus, ne? Ja. Letztes Mal in Erlangen wurde ich gefragt, hier wurde Steffen gefragt, wurde ich gefragt, hier hast du deinen Papa mitgebracht, ne? War's der Steffen, ne? Das hast du jetzt aber sehr zurecht konstruiert, mein Lieber. Ja, nee, wie gesagt, also mein Stil ist es halt eher so. Gut, ich müsste halt auch mal die in die klassischen Reihen lesen. Und da habe ich tatsächlich schon mit der Idee gespielt, mir auch mal diese Werksausgaben zuzulegen. Die allerersten. Ja, weil, oder diese, ja, doch die gesammelte Werksausgabe, weil es halt auch, hebt sich auch so optisch von der, also vom Äußeren, von der Covergestaltung nochmal einiges ab. Also sehr interessant. Schauen wir mal. So. Andi hat, glaube ich, auch noch so ein bisschen was. Das ist richtig. Wie das so üblich ist, dann habe ich ein paar Comics mitgebracht. Und meine Comic-Leidenschaft hat eigentlich mit den DC-Superhelden begonnen. Und da ist sie dem Grunde nach auch bis heute geblieben. Meine Interessen haben sich natürlich ein bisschen erweitert und ich lese auch eine ganze Hand von andere Sachen. Aber ich bin das speziell jetzt so die deutschen DC-Veröffentlichungen bei Panini angeht, da schon sehr breit gefächert aufgestellt und lese fast alles. Unter anderem habe ich jetzt gelesen, ganz aktuell, die DC Trinity, die Dreifaltigkeit von DC, das sind also die drei großen Namen, die man auf jeden Fall kennt, wenn man DC kennt, das sind also Batman, Superman und Wonder Woman, die Reihenfolge sagt nichts über die Qualität der jeweiligen Figur aus, ja, und zusammen mit Rebirth, also diesem Event, das es da jetzt bei DC gab, oder diesem, ich will es einfach mal Moment nennen, sind ja eine Menge Serien eingestellt worden, ja, also die Batman-Superman-Serie gibt es nicht mehr und auch die Wonder Woman-Superman-Serie gibt es nicht mehr. Was es jetzt allerdings gibt, ist diese Trinity-Serie. Die wird geschrieben von Francis Manapool, den wir von ganz vielen Sachen schon kennen. Der ist ja sowohl Autor als auch Zeichner. Wir haben ihn, also ich weiß, als Zeichner habe ich ihn bei Flash jetzt am intensivsten wahrgenommen oder auch bei Superman habe ich ihn auch schon mal gesehen. Ja, und da gibt es einen ganz aktuellen Band. Und da gibt es auch so zwei, drei Sachen zu sagen. Ja genau, also was haben wir hier? Wir haben ja den neuen Superman im DC Rebirth gehabt. Ja, das heißt also, der alte Superman hat sich geopfert, ist tot. Das ist ein heftiger Spoiler, ich weiß. Hoffentlich könnt ihr mir verzeihen. Und ihr wisst auch, dass der... Was, Superman ist... Überraschung! So ist es. Ja, und ich hoffe, also genau, es gibt halt dann diesen neuen Superman und der neue Superman, dem ist vor allem Batman sehr skeptisch gegenüber eingestellt, weil er halt eben der Neue ist und es gibt nicht diese gemeinsamen Erfahrungen und um daran was zu ändern, hat jetzt die Lois, also die Frau vom Superman, Wonder Woman und Batman zum Essen eingeladen. Da muss man halt auch mal, da treffen die sich dann, schön im Häuschen, da gibt's lecker was zu futtern, sehr nett und ja, quasi aus der Kalten, also wirklich aus der Kalten, das überrascht den Leser genauso wie die Figuren, sind die plötzlich nicht mehr auf der Farm von den Kents, sondern in Smallville, anscheinend viele Jahre in der Vergangenheit zurückversetzt, alle drei tragen plötzlich ihre Kostüme und keiner weiß so genau, was los ist. Sie treffen auf den zu dem Zeitpunkt anscheinend noch lebenden Vater von Superman und sind also offensichtlich in der Vergangenheit von ihm. Und es gibt aber auch den damals, damals lebenden Clark Kent gibt's auch. Ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Zeitreisegeschichte. Ja. Im späteren gibt's dann genau dieselben Momente auch mit Batman und Wonder Woman. Also aus wirklich quasi nicht nachvollziehbaren Gründen werden sie quasi geworfen in so punktuelle Abenteuer in die jeweiligen Origins. Mhm. Weshalb das ein sehr guter Einstiegsband ist für Neuleser, ja, weil die Origins der drei Figuren kurz angeschnitten werden, also die Entstehungsgeschichten, sind wir kurz
in der Phase kurz nachdem die Eltern von Bruce Wayne erschossen worden sind. Und wir sind auch noch mal kurz auf Themyscira, wo wir die ganz junge, kindliche Wonder Woman noch kennenlernen. Und recht zeitnah klärt sich dann auf, warum das so ist, was da eigentlich los ist. Und warum das jetzt eben doch keine Zeitreisegeschichte ist, sondern so viel kann man vielleicht verraten, wir in einer Traumwelt sind. Ich möchte jetzt nicht so viel verraten, außer dass das dem Grunde nach sehr unterhaltsam ist und ein wirklich guter, auch vor allem Einstiegsband ist, um die drei Figuren kennenzulernen. Ich denke, spätestens jetzt mit dem anstehenden Justice League-Film gibt es bestimmt wieder den einen oder anderen, der mal bei DC reinschnuppern möchte. Dafür ist der Band gut geeignet und er sieht eben auch noch fantastisch aus. Also Francis Manapul, der muss man ja eigentlich, der zeichnet sehr weich. Natürlich sind die Figuren alle heroisch, aber spätestens, wenn sie so ein bisschen diese doch auch immer generell sehr hellen Farben, also sehr hell koloriert, das ist eine sehr freundliche Zeichnung, sehr, sehr nett einfach anzugucken. Und macht insofern also wirklich viel Spaß. Ich will jetzt gar nicht verraten, wer da derjenige ist, der die in diese Traumwelt schleift. Ich will auch nicht verraten, warum plötzlich am Ende noch eine Gegnerin Batmans auftaucht und warum noch ein anderer, weiterer gefährlicher Gegner auftaucht. Was ich allerdings verraten möchte, ist eine Sache, die mir wirklich negativ aufgestoßen ist. Und zwar geht es ja um die Übersetzung. Übersetzt hat der gute Mark Schmitz. Mark Schmitz hat hier, und das wären eingefleischten DC-Fans, wird das was sagen, die Black Mercy wortwörtlich als schwarze Gnade übersetzt. So, ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt erläutern sollte, was das ist und was es bedeutet, aber er hat es halt wortwörtlich übersetzt und es ist halt einfach so, dass das meinen Lesegewohnheiten widerspricht. Die Black Mercy ist eben, ich nenne es mal ein Gadget oder eine Sache, die wir jetzt unter anderem schon aus den Green Lantern Super Sonderbänden kennen. Die kennen wir aus der ganz alten, noch vor Flashpoint Batman Superman Serie. Und ich bin es gewohnt, das als Black Mercy zu lesen. Und plötzlich heißt das schwarze Gnade und plötzlich gibt es auch eine weiße Gnade. Und weil diese Sache plötzlich auch als Figur dargestellt wird, ist das voll merkwürdig für mich zu lesen. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn einfach mal angeschrieben, den Übersetzer. Und wie das bei Panini üblich ist, und gerade bei den Übersetzern, sind die echt einfach sehr redselig. Das sind tolle Leute, die gern auch, also die haben Bock auf Feedback und die geben das auch. Also die schreiben dir auch, warum sie Sachen und Entscheidungen getroffen haben. Und es ist ganz einfach so, dass sie jetzt im Rahmen von Rebirth entschieden haben, das eben nicht mehr mit Black Mercy, also den Eigennamen Black Mercy beizubehalten, sondern das jetzt mit Schwarze Gnade übersetzen. Und dass die haben auch so eine interne Übersetzungsdatenbank zum Beispiel, hat er mir erklärt. Und da steht das halt auch so drin, hat er noch ein paar andere Beispiele genannt, wo das übersetzt wurde. Nun gut, das ist einfach Geschmackssache im Endeffekt und auch das eigentlich Einzige, was ich an der Sache ernsthaft aussetzen kann, denn das ist halt mein Ding mit meinem Geschmack, der da vielleicht so ein bisschen nicht getroffen worden ist. Aber es ist ein toller Band, ein toller Einstieg, ist nett geschrieben, sehr actionlastig und kann ich empfehlen für Neueinsteiger. Ich hoffe, die kommen nicht auf die Idee, dann wieder Superman oder grüne Leuchte drauf zu machen. Genau, ja. Habe ich auch Beispiele gemacht. Ja. Genau das hatte ich auch angeschrieben, weil das waren natürlich die ersten Sachen, die mir da einfallen. Aber ich muss mir natürlich auch eingestehen, also die Black Mercy kennt man jetzt wahrscheinlich nur, wenn man schon ein bisschen dabei ist. Die ist, glaube ich, auch, also in Rebirth ist noch nicht aufgetaucht, da spielt die noch keine Rolle, wenn überhaupt, also eben nur vorher. So richtig festmachen konnte ich das auch nicht. Und ich kann es nachvollziehen, aber ich finde einfach, dass in diesem speziellen Zusammenhang, gerade weil diese Black Mercy hier auch als Figur dargestellt wird, dass das nicht passt, wenn man eine Figur, hallo weiße Gnade, hallo schwarze Gnade, das klingt komisch, finde ich. Der Andi hat gerade noch was Interessantes gesagt, er liest hier vorrangig Superhelden. Also ich lese vor allem auch Superhelden und vor allem eben das DC-Programm, was Panini veröffentlicht. Und ich finde es immer noch toll, es ist genau mein Ding. Ich muss allerdings sagen, dass ich immer mehr so einfach, sich natürlicherweise einstellende so Ersättigungserscheinungen habe. Also es ist langsam so, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, viel Neues zu erfahren. Ganz im Gegenteil, Figuren, die vielleicht neu interpretiert werden, wie jetzt zum Beispiel Batman, das stößt mir die Neuinterpretation eher auf. Und ich glaube 2012 habe ich angefangen, wirklich intensiv Comics zu lesen. Also noch gar nicht so wahnsinnig viele Jahre und habe bereits dieses Gefühl. Und es gibt einfach so viele gute andere Comics, die in andere Richtungen gehen. Also wir werden alle ein Regal zu Hause stehen haben, wo da
eine gute Auswahl drinsteht. Und die finde ich auch so spannend. Ich persönlich stürze mich jetzt gerade wie irre auf die deutsche Indie-Szene und lese da ganz viel. Da sind so viele gute Sachen dabei, dass ich jetzt vermutlich auf kurz oder lang ein bisschen mein DC, meine Abos da ein bisschen reduzieren werde. Wie sieht das bei euch aus? Also bei mir ganz ähnlich, weil ich ich lese halt jetzt seit, naja, lass mich lügen, seit 94 glaube ich, Superhelden, mehr oder weniger mit Unterbrechung, weil 94 gab es halt, oder 92 gab es die Zeichentrickserie zu Batman und 94 kam dann das Comic raus bei Dino und seitdem lese ich halt wieder vermehrt oder verstärkt Superhelden. Aber in letzter Zeit geht es mir da ganz ähnlich wie dir, dass ich einfach gar nicht mehr ran will, so richtig. Ich habe zwar jede Menge noch zu Hause ungelesen, aber andere Sachen interessieren mich dann halt doch eher mehr mittlerweile. Ja, also ich habe, mein Wiedereinstieg fand ja irgendwann mit Superhelden statt, bloß mir geht's wie den meisten, du liest dann unheimlich viel davon und irgendwann suchst du was anderes. Und das fängt dann meistens an mit anderen US-Sachen, dass du guckst, was gibt's noch von Dark Horse, was gibt's noch von Image, von Vertigo, wo es großartige Erzählungen gibt, wo kein einziger Superheld drin vorkommt. Und so kommt man dann vielleicht wieder auf andere Themen, je nachdem, wie man sozialisiert ist, teilweise auf Franco-Belgisch, vielleicht auch auf andere Sachen, die man als Kind schon gut fand und guckt einfach, wie es das heute interpretiert. Und ich denke, das ist eine ganz natürliche Entwicklung, dass man nicht immer dasselbe haben will. Also das ist, man will nicht, Schnitzel ist geil, aber man will das nicht jeden Tag haben halt. Ne? Man muss auch einfach mal wechseln. Und da gibt es ja wirklich für einen Comicleser so viel mittlerweile, also wir leben ja in einer Zeit, wo du wirklich Millionen Sachen auswählen kannst, was du da lesen kannst. Und dann kannst du dir, wenn du willst, noch gleich aufs Tablet ziehen. Und das ist eigentlich eine wunderbare Sache, dass das so funktioniert. Ja. Kannst direkt weitermachen, wenn du möchtest. Aber lass mich kurz den Jingle sprechen. Neues aus Trigan. Ja, schon sind wir nicht mehr bei Superhelden, obwohl die Figur hier, die hier auf dem Cover steht, an wen erinnert ihr euch vielleicht, wenn ihr das so seht? Lass mal gucken hier. Flash Gordon? Nee. Namor? Nee, auch nicht. Was denn? Ach ja, mit der roten Jacke hier. Na gut, das ist Iron Fist. Okay, das Experiment ist fehlgeschlagen. Was macht denn die Figur? Guck mal auf die Beine. Durchsichtig. Irgendwas mit Wasser, würde ich sagen. Ja, genau. Wasser oder sie ist durchsichtig? Genau. In Trigan kommt es ja immer wieder vor, dass es Gefahren für das Reich Trigan, ein außerirdisches Reich, gibt. Und schon hier auf den Cover, wieder meisterlich in Szene gesetzt von Don Lawrence, sehen wir eine Figur, die aus Wasser offensichtlich beschwert und aus dem Flugzeug krabbelt. Ist so ein bisschen Hydro-Man ähnlich, ja. Oder es gibt ja auch Sandman-ähnliche Figuren, die in irgendeine Substanz zusammenlaufen und dann wieder explodieren und dann können sich wieder neu zusammensetzen. Und so ist es auch hier. Da hat der gute Mike Butterworth in einer von den Stories einen Gegner rausgesucht, der auch das hat. Und natürlich wird er auch wieder bekämpft. Aber man muss sagen, wer hat natürlich wieder den Impuls gesetzt, dass der Mensch sich überhaupt verwandeln konnte? Es war natürlich wieder Perik, der Wissenschaftler. Perik ist immer, er findet immer was mega Geiles. Und dann lässt er das liegen oder gibt das irgendeinen, der soll es mal weiter bearbeiten. Und die benutzen es eigentlich immer, um Trigan anzugreifen, also das Reich Trigan. Ne? Und so auch hier wieder, normalerweise hätte man erwarten müssen, dass Trigo, also der Imperator, ihn dafür einfach mal exekutiert. Er ist ja immer recht hart mit seinem Publikum, geht er ja eigentlich immer um. Ist aber leider nicht passiert in diesem Band. Und so ist zu erwarten, dass auch in den nächsten Bänden von Trigan dann solche Episoden kommen werden. Was gibt es sonst noch für Gefahren für Trigan? Also in dem ersten gibt es was sehr Schönes, da ein fremder Herrscher möchte auch da das Reich wieder angreifen und er benutzt dazu kleine Spielzeugsoldaten. Wenn ihr so die Helme von diesen Spielzeugsoldaten anguckt, ja, das ist natürlich ein 1A Wehrmachtshelm, den der Don Lawrence da dem Bogenschützen, der da im Kinderzimmer rumläuft, übergezogen hat. Und im späteren Verlauf die Erzählung kommt es natürlich noch dazu, dass nicht nur der Helm von einem Wehrmachtshelm ist, sondern auch die restlichen Uniformen halt original so mit passenden Maschinenpistolen so aussehen, als würden sie gerade aus dem Zweiten Weltkrieg kommen. Dieser Krieg ist natürlich auf dem Planeten von Trigo vollkommen unbekannt, ne? Es sind ja keine Menschen, aber er hat diese Darstellung einfach mal wieder gewählt
um Sachen, die er so kennt, einfach da so ein bisschen zu verwursten. Und das ist eine der großen Sachen bei Trigan, dass man da die Science Fiction aus einer Perspektive sieht, wie sie halt in den 60er und 70er Jahren gesehen wurde, und zwar unverfälscht. Ja? Also wenn ich ein Buch lese aus der Zeit, dann mache ich mir meine eigenen Gedanken, die durch Jahrzehnte Popkultur vollkommen durcheinander gebracht worden sind und sehr, sehr viel einfach schon gesehen haben. Hier kriege ich halt genau das, was damals sich die Leute unter Zukunft vorgestellt haben. Also da ist es nicht selten, dass jemand auf dem Esel durch die Gegend reitet und daneben habe ich irgendwelche Gebäude, die aussehen, als kämen sie aus den 60ern, 70ern. Und das zieht sich ja durch die ganze Serie auch durch, diese Darstellung. Ist aber hier sehr kreativ gewählt. Man muss schon sagen, dass Butterworth, der Autor, da immer sehr nah bei sich dran bleibt. Aber wie immer muss man dran denken, dass das immer episodenhaft auch gezeichnet wurde. Das heißt, es kamen immer ein paar Seiten raus in so einer wöchentlichen Zeitung, in Look and Learn. Und deswegen sind die Geschichten so, wie sie hier halt auch manchmal sind. Ja. In einer anderen Geschichte wird sogar leicht sozialkritisch. Da finden wir dann eine Apparatur vor, die Leute, sage ich mal, in so eine Trance versetzt, wo sie sich einfach vorstellen, was ihr größter Wunsch ist. Also der eine sagt zum Beispiel, er möchte ein großer Sportler sein oder ein großer Sänger. Und dann, also im Prinzip ist es so wie ein Smartphone, beziehungsweise jemand, der spielsüchtig ist. Also der vielleicht in der virtuellen Realität gefangen ist und benutzt das Ganze aber auch da wieder, um das Reich Trigan anzugreifen. Ja, also es ist immer, irgendjemand möchte das Reich immer zu Fall bringen. Und auch so hier. In diesem Band hingegen gibt es jetzt natürlich wieder eine Besonderheit. Und zwar hat das nicht eine Episode nicht Don Lawrence gezeichnet, sondern Miguel Quesada. Ne? Weil Don Lawrence hatte dann doch mal den Wunsch, Urlaub zu haben. Ne? Wenn man so eine wöchentliche Serie zeichnen muss, in dem Stil, wie er das macht, das ist ja wirklich gemäldeartig, wirklich sehr, sehr klassisch und ausgefeilt. Und da hat man einfach mal Quesada genommen, der in Spanien sehr bekannt war seinerzeit, der eine Gastepisode gezeichnet hat. Und der durfte dann mal zeichnen. Es gab, gerade im Panini-Forum gibt es immer wieder Diskussionen darüber, soll man die erscheinen lassen, die nicht von Don Lawrence gezeichnet worden sind oder nicht. Und ich muss sagen, ich vertrete den Standpunkt, dass ich die schon gern sehen würde. Natürlich findet man selten jemand, der so gut zeichnen kann in diesem Bereich wie Don Lawrence. Das ist ganz klar. Aber nicht, ich möchte auch keine von den Episoden verpassen oder die nachher zusammengefasst irgendwo bekommen, sondern so, wie sie zeitlich auch erschienen sind. Ja, weil das gehört für mich zu dieser Gesamtausgabe dazu. Ja, ich sehe, der Andi runzelt so ein bisschen die Stirn. Heute haben wir mal das Experiment, wie wirkt Trigan auf jemanden, der sicherlich nicht damit sozialisiert worden ist. Wie findest du das, wenn du das optisch siehst jetzt? Rein optisch kann man der Sache natürlich überhaupt nichts vorwerfen, da ich ja gerade, wie besprochen, also den Alex Ross zum Beispiel auch sehr mag. Oder ich weiß leider gerade nicht, wer es gezeichnet hat, aber DC Premium 70, Cry for Justice, Justice League, das sieht auch so ein bisschen ähnlich aus. Also rein optisch ist es einfach nur fantastisch, da ist jedes zweite Panel ist ein potenzielles Poster. Das kann man nicht anders sagen. Geschichtsmäßig finde ich Science Fiction thematisch auch immer gut und ich habe auch kein Problem mit so einer älteren Perspektive auf Science Fiction. Meinetwegen die alte Battlestar Galactica Serie war auch eine Sache, die mich ein Stück weit irgendwie auch auf jeden Fall beeindruckt hat zumindest. Ich verfolge ja euren Podcast jetzt auch schon seit geraumer Zeit und weiß, dass du ein riesen Fan bist. Deshalb weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie objektiv deine Bewertungen dann immer sind. Aber nee, ist schon klasse. Also ich sehe ja Parallelen auch zu diversen Sachen, die ich wiedererkenne. Ich erkenne hier irgendwie so eine, sieht ein bisschen aus wie ein Brandenburger Tor. Das könnte aber auch der Akt Triumph sein, glaube ich. Aber das ist schick. Was mir auffällt, ist zum Beispiel, dass wir sehen, wenn wir hier zwei Seiten vor uns haben und die aufschlagen, sind die Ränder. Also ich glaube, das ist hier auch eine Besonderheit, weil man ja teilweise nicht alles Artworks auch noch irgendwie bekommen konnte. Weißt du, warum bei dem jeweils rechten Bild, wenn ich jetzt hier aufschlage, na gut, jetzt kann man so nicht sagen, aber warum es hier quasi einen größeren Rand unten gibt und auch kleinere Ränder unten? Warum das so ist? Also ich kann es nicht beschwören, aber es ist natürlich immer seitenhaft dargestellt worden und es kann sein, dass auf der einen Seite in diesen Sammelbildern, also in diesen Sammelbänden immer unten irgendwas drunter stand, was man hier jetzt rausgelassen hat. Ja? Das variiert auch manchmal. Das ist, und manchmal sind die Sachen auch ein bisschen versucht aufzufrischen und man hat auch hier in dem Band Seiten, wo man sieht, dass die Vorlage nicht so gut war. Also sie sind dann halt nicht so präzise gestaltet. Die sehen dann so ein bisschen verwaschener aus, aber letztendlich
man kann der Panini sicherlich keinen Vorwurf machen. Die hatten dann einfach keine andere Gelegenheit. Ich glaube, gerade die Quesada-Sachen oder so, da gibt es ein paar Seiten, die schon stark verwaschen aussehen. Ich finde es jetzt gerade auf Anhieb nicht. Aber hier, da sieht man, dass das einfach nicht so klar ist, wie verschiedene andere Vorlagen, die man haben. Aber wir sind sehr zufrieden, dass die Holländer das doch zusammen, ist ja im Prinzip ein Remake von der holländischen Ausgabe, die das vor ein paar Jahren mal gemacht hat, dass die das so zusammenbekommen haben. Ja. Und wie gesagt, ich habe da immer noch Spaß dran. Natürlich gibt es die Einschränkungen, die immer wieder kommen. Es ist altbacken, habe ich jetzt wieder mal gehört. Ja, zum gewissen Teil schon, aber ich habe trotzdem Spaß dran. Ja. Vor allem, man kann eigentlich alles unabhängig voneinander lesen. Es gibt zwar einen geringen roten Faden, aber im Prinzip könnte ich jetzt auch zwei Bände aussetzen und müsste da nicht weiterlesen. Ja. Könnte da direkt weiterlesen, ohne dass ich denke, dass ich was verpasst haben würde. Ne? Das ist überraschend, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Es sind immer kleine Abenteuer und es ist einfach ausgerichtet, dass die Jungs, die dieses Look and Learn vorher gelesen haben, da ein paar Wochen mit Spaß haben, vielleicht ein paar Wochen das Heft nicht lesen und sich das nächste Heft dann wieder kaufen können. Ne? Gut, dann würde ich sagen, macht der Andi nochmal weiter. Ja, da hat er noch so einen Fledermaus-Comic rumliegen. Die aktuellen Interpretationen von Batman, das habe ich ja vorhin schon gemeint, die interessieren mich jetzt nicht so und machen mir meistens auch nicht so viel Spaß. Wir hatten da zuletzt eben wie dieses All-Star-Batman, was nicht so ganz mein Fall war, oder ich kann mich auch an diesen Sonderband erinnern, den es jetzt gab, Batman und die Monster-Männer, was bei mir auch einfach nur komplett unten durchgefallen ist, weil da nichts gestimmt hat aus meiner Sicht. Und auch die aktuelle Batman-Serie, sagen wir mal, die übertreibt gern und ist damit nicht unbedingt das, was ich mir von Batman erwarte. Gut, jetzt bin ich ein alter Mann offensichtlich, der mit dem neuen geilen Scheiß nichts anfangen kann. Da habe ich aber Glück gehabt, denn Panini hat gerade aktuell ein Reprint am Start. Das ist eine Riesenreihe und zwar veröffentlichen die den kompletten Niemandsland-Epos von Batman neu. Das ist ziemlich gut, das gefällt mir, weil das auch eine Zeit ist, wo ich mit Batman noch nichts zu tun hatte und das quasi nur so im Nachhinein weiß, wie das zum Beispiel zu dem entsprechenden Batgirl, das es da auch gab und immer noch gibt, zu Cassandra Cain gekommen ist, wie das damals war mit zum Beispiel der Zeit von Oracle, als sie eben Barbara Gordon noch im Rollstuhl saß. Ja, und jetzt bin ich gerade am zweiten Teil des Bandes Niemandsland, dem ja schon diverse Bände vorausgingen. Da gibt es schon mehrere Bände zu Weg ins Niemandsland. Da gibt es, glaube ich, zwei Bände zu Das Beben. Die habe ich alle gelesen. Und die sind, die zeigen einen ganz anderen Batman und eine ganz andere Bat-Family. Die ist natürlich auch noch nicht so groß, eben weil es alles ein bisschen älter ist. Ja, und jetzt wollte ich einfach mal ganz exemplarisch die neueste Ausgabe aus dieser Reprint-Reihe hier mal vorstellen. Das ist eben Batman Niemandsland Band 2. Und das Besondere daran ist eben, dass da ganz verschiedene Serien zusammengefasst werden. Man kann das als so eine Art Batman-Anthologie begreifen. Das sind Serien, die es zum Teil heute gar nicht mehr gibt. Irgendwelche Adventures of und Legends of und keine Ahnung. Und Chronicles und so, das gibt es heute in der Form alles gar nicht mehr. Es ist auch nicht ganz klar, inwiefern das Ereignis jetzt in der aktuellen Kontinuität noch eine Rolle spielt. Das muss man mal schauen. Nun gut, das ist also eine Serie, die Batman natürlich im Vordergrund hat. Das ist der hier haupthandelnde Charakter. Aber auch vor allem die Stadt und die Polizei und die Menschen, die hier in einem zerstörten Gotham City zurechtkommen müssen, nachdem es ein großes Erdbeben gab und es vom Rest des Landes abgeschottet worden ist. Das ist hier das Interessante, dass wir einfach mal gucken, okay, Gotham City ist eben mehr als nur die Häuser, die dort stehen. Das sind vor allem die Menschen, die dort leben, die um ihr Überleben kämpfen, Gangs, die sich bilden, Superschurken, die die Stadt unter sich aufteilen und da natürlich dann auch Revierkämpfe ausführen. Ja, und zwischendrin eben Batman, Batgirl und Barbara Gordon, die da versuchen, ihr Bestes zu tun. Genauso auch Jim Gordon, ihr Vater, der quasi so eine Art Widerstand, also das sind einfach die ich glaube Blue Boys nennen die sich hier, etabliert und da versucht so ein bisschen Rechtschaffenheit in Gotham City zu sorgen. Und in diesem zweiten Band, den ich jetzt hier vor mir habe, da ist auch wieder so ein buntes Potpourri der guten Laune dabei. Da haben wir also ganz viel Batgirl-Präsenz, die sich hier mit
mit diesen Gangs rumschlägt. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch den Moment, wo Barbara Gordon quasi einen Kampf von Batgirl mit einer Gang aus der Ferne beobachtet und da erstmalig überhaupt mitkriegt, dass es ein neues Batgirl in ihrer Stadt gibt, was sie natürlich total aus den Socken haut. Man muss wissen, Batman gilt hier zu diesem Zeitpunkt, war also einen längeren Zeitraum weg. War nicht in Gotham City. Warum das so ist, habe ich mir sagen lassen, wird wohl später, wahrscheinlich am Ende der Reihe geklärt. Er war also länger aus der Stadt weg, hat quasi hier auch nicht das Bat-Symbol hochhalten können. Und ja, Barbara Gordon kann das aufgrund ihrer Behinderung schon länger nicht mehr. Und jetzt gibt es ein neues Batgirl. Und davon ist sie total überrascht und geschockt. Und als dann irgendwann Batman doch wieder da ist und sie ihn dann mal zur Rede stellt, was das denn jetzt eigentlich soll, da fühlt sie sich einfach total hintergangen. Ja, weil sie fühlt sich als Batgirl, nur eben jetzt nicht mehr als aktives Batgirl. Und sie fühlt sich übergangen und eben auch beiseite gewischt und eben nicht mehr gewertschätzt. Das ist ein ganz toller Moment hier in diesem Comic. Es gibt ganz tolle Geschichten mit ja eben auch Jim Gordon, der sich hier natürlich auch in der Verantwortung sieht, die Stadt irgendwie zu schützen, die Bevölkerung zu beschützen. Und das ist halt sehr schwer, wenn du keine Unterstützung hast mehr von außerhalb, also keine anderen Polizeireviere dir helfen können, wenn da die Moral der eigenen Truppe sich total zersetzt, weil die natürlich auch alle einfach Hunger haben, überarbeitet sind, nicht nach Hause können. Also wirklich sehr, sehr, sehr apokalyptische Verhältnisse einfach in der ganzen Stadt herrschen. Dann gibt es eine Geschichte, die kennt man schon, wenn man in letzter Zeit mal Gotham Central gelesen hat. Ich glaube, im dritten oder vierten Band ist das eine Geschichte mit Two-Face. Ist das eine Geschichte mit Two-Face und René Montoya? Ganz gut. Also wirklich, das ist einfach so, die müssen halt Leute aus den verschütteten Gebäuden rausholen. Und das ist ganz spannend. Weil sie auch immer diesen Twist hat, kann man Two-Face vertrauen, kann man ihm nicht vertrauen. Es gibt eine Geschichte mit Alfred und es gibt noch eine Geschichte mit dem Joker und es gibt ganz viele Geschichten, unter anderem auch eine, die mir dem Grunde nach in den letzten Bänden überhaupt nicht gefallen hat, nämlich die von Azrael. Azrael ist ja zwischenzeitlich auch mal Batman gewesen, das ist zu diesem Zeitpunkt schon wohl geschehen gewesen. Kennt man wohl aus der Nightfall-Saga, da spielt das, glaube ich, ist das der Teil, da spielt das eine Rolle. Und aktuell ist er wohl auch wieder bei Rebirth weiß ich nicht, aber bei den New 52 war er zeitweise da. Kurzum, mir gefällt der Teil von Azrael eher nicht so. Er ist mir zu aufgesetzt. Er wirkt wie einfach noch ein weiterer unsinniger Superheld in der großen Reihe an Superhelden. Er hat ja auch ein total abgespacedes, typischer 90er-Jahres Spawn-ähnliches Kostüm. Gefällt mir nicht so. Und zum Glück ist in dieser Reihe der Antagonist, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, der im letzten Mal eine Rolle spielte, auch nicht dabei. Wie dem auch sei, hätte man überspringen können. Aus meiner Sicht hätte man es nicht veröffentlichen müssen. Ändert aber nichts daran, dass es einem Grunde nach sehr gute Zusammenstellung ist. Der Band macht wahnsinnig viel Spaß, liest sich zeitweise sehr schnell weg. Ist gerade zu Beginn, da gibt es hier zum Beispiel Zeichnungen von, ich glaube, das ist John Bogdanove oder so. Das sieht echt cool aus, weil es halt total düster und ein bisschen auch leicht abstrakt. Das mag ich halt, wenn es dreckig ist. Wenn zwei Batman nicht alles auf Hochglanz polierte Superhelden sind und er mit irgendwelchen geilen Gadgets oder wie bei Scott Snyder mit Swords durch die Stadt läuft, sondern wenn es eben echt einfach düster und geil aussieht. Vielleicht mal noch ein paar Namen zu nennen, die man kennen könnte, jeweils wer als Autor dabei war. Das ist natürlich ganz vorne dabei Greg Rucka, den man kennt. Ich glaube, Bob Gale habe ich auch schon mal gelesen. Und ich glaube, Dennis O'Neill ist nicht der... Den verwechsel ich mit dem anderen O'Neill, glaube ich, gerade. So, bei allem Weiteren weiß ich nicht, wenn ich euch diese Liste hier zeige an beteiligten Autoren und Zeichnern, kennt ihr davon irgendwen? Guy Davis habe ich schon mal irgendwie gehört, aber frag mich jetzt nicht, in welchen Zusammenhang. Ist zum Beispiel Zal Buscema ist natürlich als Tusche eingetragen, was natürlich schon auch eine krasse Legende ist. Aber man sieht es ja, es ist kein durchgehender Stil in dem Band und trotzdem wirkt es immer noch ganz gut, obwohl das, sag ich mal, von der Koloration her die Anfänge, oder was heißt die ersten Schritte, sag ich mal, von der Computerkolo waren. Also für heutige Verhältnisse wirkt es relativ einfach oft koloriert, weil man oftmals die Hintergründe ist in einer Farbe. Also heute wäre man da wesentlich variationsreicher, aber trotzdem wirkt es immer noch so, dass man es gut lesen kann. Mit der einen oder anderen Ausnahme. Ne?
Nun gut, also im Endeffekt bin ich also sehr zufrieden mit der Reihe. Ich finde es echt cool, dass Panini das veröffentlicht, dass es damit eben auch mal eine ganz andere Facette Batmans zeigt. Und ja, Batman, also der Dunkle Ritter, spielt natürlich eine wesentliche Rolle, weil er ist und bleibt einfach die Kernfigur von der ganzen von dem ganzen Batman-Universum, der ganzen Bat-Familie. Aber es ist halt super schön, auch zu sehen, dass die Gotham City eben aus mehr besteht. Ja, also es gibt in der kompletten Reihe, in den ganzen Reprints, die da in den letzten Monaten erschienen sind, ganz tolle Kurzgeschichten aus dem Batman-Universum, die meistens sehr düster sind und ich mag es, wenn es dreckig und dunkel ist. Mich würde mal interessieren, was du von Nightfall hältst, aber du hast es noch nicht gelesen, ne? Gelesen habe ich es nicht, nee, weil es einfach auch wieder so drei Bände waren, die da auf mich warten. Muss aber sagen, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Gutes gehört. Klar, es ist so ein Klassiker und man muss ihn unbedingt gelesen haben und so, aber so gefühlt lässt sich die Nightfall-Saga irgendwie auch auf einer halben A4-Seite inhaltlich zusammenfassen. Ja, also ich erwarte einfach nicht so wahnsinnig viel Tiefgang und habe auch zum Beispiel gehört, dass seine... also wenn er quasi in der Rehab ist, also wenn Batman so Stück für Stück sich wieder aufbaut und wiederkommt und er so für sich diesen Geist wieder entdecken muss, wie er Batman ist, dass das jetzt auch nicht alles so richtig geil geschrieben ist. Also ich bin noch skeptisch bei Nightfall. Okay. Kommen wir noch zu einem anderen Klassiker, gerade frisch erschienen, Asterix in Italien. Der mittlerweile dritte Band vom neuen Kreativteam. Und zwar von Jean-Yves Ferry und von Didier Conrad. Die das große Erbe angetreten haben. Und traditionellerweise ist es so, dass es immer einen Band gibt, der außerhalb des gallischen Dorfspiels, also irgendwo in der Welt, das hat bei dem Team mit den Pikten angefangen. Dann der nächste Band spielt meistens im Dorf der Gallier. Dieser Band jetzt spielt halt, wie der Titel schon sagt, in Italien. Die Gallier erkennen in diesem Band so nach und nach, dass es Italien gibt. Also es gibt nicht nur die Römer, sondern es gibt noch eine Menge drumherum. Ja. Und da gibt es halt auch noch viele verschiedene andere Volksstämme. Und das ist aber nur, sagen wir mal so, eine Randerscheinung, die die dabei entdecken. Das Interessante ist, dass der gewisse Bifidus ist ein Senator unter Caesar und der ist eigentlich für die Straßenerhaltung des Römischen Reichs zuständig und kommt so ein bisschen unter Druck, um zu beweisen, dass er das Amt auch richtig ausführt und kommt dabei auf die Idee, gut, dann machen wir halt einen riesen Wagenrennen über die Straßen des Römischen Reiches und gesagt, getan, schreibt er das halt aus, gibt es allen möglichen Volksstämmen auch kund und lässt die daran teilnehmen. Und die kommen aus aller Welt, wie das halt so ist, wie das bei den Olympischen Spielen damals auch schon war oder bei ähnlichen Bänden, wo solche Ausschreibungen stattgefunden haben. Genau, und jetzt ist es halt so, dass das große Wagenrennen hier natürlich so ein kleiner Seitenhieb ist auf zum einen die Formel 1, zum anderen aber auch auf eine Radrennen, weil es in verschiedenen Etappen stattfindet. Der Giro d'Italia. Bitte? Der Giro d'Italia. Gut, dann weißt du schon wieder mehr als ich. Sagt mir nämlich nichts. Sicherlich, wahrscheinlich dann auch darauf. Ertappt. Ja, genau. Das ist so die Story dahinter. Es ist natürlich leichte Kost, aber auch witzig wie immer. Also das Team hat sich mittlerweile sehr gut eingespielt, das merkt man schon. Und sie können jetzt ein bisschen anfangen damit so langsam, das merkt man halt auch, dass sie ihren eigenen Stil anwenden. Also ihre eigenen Geschichten dann erzählen, nicht mehr so dieses enge Korsett haben, das praktisch das Erbe von Corsini und Uderzo weiterzuführen, das natürlich schon noch. Also der Asterix-Leser will halt sein Asterix, ganz normal, aber man fängt so ein bisschen an, eigenen Stil mit reinzubringen.
Du hast auch schon drin gelesen oder noch nicht? Nee, noch nicht. Ich nehme das jetzt mit. Gut, dann nimmst du das mit. Andi, Asterix, ist das was für dich oder eher nicht so? Tatsächlich finde ich es interessant, auch wenn ich noch keinen Blick riskiert habe. Ich hatte es tatsächlich heute Morgen beim Bäcker, da ist nämlich ein Kiosk mit dran, da hatte ich es in der Hand. Also es ist schon geil, gerade weil ich immer die, glaube ich, die kann man auch alle unabhängig voneinander ja lesen. Ja. Wenn ich an dieser Stelle einfach mal, weil du hast gemeint, der Witz ist dabei, dass es also auch ein gewisser Witz dabei ist, Werbung für einen dritten Podcast machen darf, für eine Ausgabe. Ja. Und zwar gibt es ein ganz tolles Interview mit dem Übersetzer Klaus Jürgen, ja, der da übersetzt, gibt es vom Podcast Comic Review, gibt es eine Ausgabe, in dem die ihn wirklich ausquetschen, und das war wirklich wahnsinnig spannend. Ich stehe auf sowas, weil er eben von seiner Übersetzungszeit, Arbeit, von der Geheimhaltung, die er wahren muss, denn Asterix wird ja europaweit gleichzeitig veröffentlicht, ja, also da gibt es kein halbes Jahr Vorlauf wie bei US-Comics oder so, also kann ich wirklich ans Herz legen. Und das finde ich aber cool, wie er dann erzählt, wie er halt eben auch französischen Witz, der dann da geschrieben ist, ins Deutsche versucht zu transferieren. Was bestimmt nicht so einfach ist, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ne? Bleiben wir in Frankreich, aber thematisch ganz anders? Ja, das ist jetzt natürlich auch ein französisches Comic. Wir haben vorhin schon gesagt, okay, es passt jetzt natürlich zu nichts, was wir sonst noch haben, aber das ist natürlich klar. Ich rede von Pataclan, wie ich überlebte von Panini. Und zwar geht es darum, wir erinnern uns ja noch an die terroristischen Angriffe auf das Bataclan, also den Musikclub in Paris, wo sehr viele Leute im Publikum einfach von Terroristen erschossen wurden. Und einer, der das überlebt hat, ist der Zeichner Fred de Wild. De Wilde geschrieben, also ich gehe davon aus, Fred de Wild. Und er beschreibt den Abend, wie er den empfunden hat. Also die reinen Erlebnisse da sind natürlich relativ schnell zusammengefasst halt, ne? Also er wollte zu den Eagles of Death Metal Konzert gehen und seine Frau und seine Tochter hat er günstigerweise zu Hause gelassen und hat sich einfach mit ein paar alten Freunden getroffen, die gerne mal auf Konzerte gehen, wie das viele Menschen so machen, und sie haben den Abend genossen, sie haben shoppen getrunken, ja, war alles gut, bis halt plötzlich jemand in die Menge gefeuert hat, ne? Und ja, sehr viele vom Publikum wurden direkt erschossen, aber es wurden auch noch weiter später welche erschossen. Es wurde viel geschrien zwischendurch. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie stellt er das Ganze optisch dar? Er hat jetzt die Angreifer nicht als so, wie sie realistisch gesehen ausgesehen haben, dargestellt, sondern hat die als Skelette mit Maschinenpistolen in der Hand dargestellt, die diese sonst sehr friedliche Atmosphäre einfach komplett damit zersägen und das ganze Publikum dazu bringen, dass die am Boden liegen. So ähnlich war das ja jetzt in den USA, in Las Vegas auch. Und beschreibt dann vornehmlich nicht, wie er die Situation gelöst hat, sondern seine Gefühlswelt hier in dieser Situation. Also wenn du an dem Boden liegst und eigentlich am meisten so tust, als wärst du tot, weil du sonst keine Überlebenschance hast, ist es, und auch so hat er das dargestellt. Also er stellt sich da zum Beispiel in so einem Strudel da, Hände strecken sich nach ihm aus. Er beschreibt aber auch die Emotionen, die er hatte, weil neben ihm lag eine junge Frau, die durchaus... Danke. Die durchaus seine Tochter hätte sein können und wie er mit der umgeht. Ja, also was für Emotionen das in ihm auslöst und wie er einfach versucht, in dieser Situation zu überleben. Ja, und es ist mehr als spannend zu sehen. Und ich denke, man kann sich da auch, trotz dass man niemals in die Situation kommen möchte, kann man sich, wie er das schildert, sehr gut dann da reindenken halt. Also er hat nicht den Impuls dann zu sein, der Held zu sein und irgendwem die Waffe aus der Hand zu reifen, weil er weiß, er hat eh keine Chance, sondern er versucht einfach nur, das Ganze zu überstehen. Die Sekunden kommen ihm vor wie Stunden, also ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Was man dazu sagen muss, nur die Hälfte des Bandes ist tatsächlich dann ein Comic. Die restliche Seite sind Texte von ihm, die er mit kleinen Bildern versetzt hat. Und das ist ein sehr eindrucksvolles Ding. Und der zweite Teil beschreibt vor allem auch, wie er damit umgegangen ist. Also er geht dann nach Hause, er ist dann fast euphorisch, dass er das überlebt hat. Aber dieser lange Weg, dass du dann wieder in ein Leben findest, wenn du irgendwo eine Fehlzündung hörst, dass du nicht denkst, da schießt gerade einer auf mich oder sowas. Das ist sehr eindrucksvoll dargestellt und das habe ich so in dieser Form auch noch nicht gesehen. Ne? Das
Es ist natürlich kein Feel-Good-Comic, wie wir es heute schon hatten. Es gab recht interessante Diskussionen im Panini-Forum dazu. Lese ich das oder lese ich das nicht halt? Ne? Will ich nur Fantasiewelt von meinem Comic haben oder möchte ich was real passiert ist und wie das verbunden ist? Und ich sage, das ist ja das Großartige am Comic, dass ich genau das darstellen kann, was ich will. Ja, das ist ein Medium, womit ich alles darstellen kann. Vom Cartoon über Superhelden, über todernste Themen. Bei Maus hatten wir es ja schon, kann ich den Genozid mit Mäusen und Katzen darstellen? Ja, kann ich. Ne? Wenn ich das gut anpacke, kann ich das. Ne? Und auch das sicherlich nicht was für jeden, ganz klar. Aber wer sich für die Thematik an sich interessiert, der sollte auf jeden Fall dazu schlagen. Ja? Ist alles in Schwarz-Weiß gehalten. Auch das stört ja schon manche Leute. Wäre das was für euch? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Also das ist natürlich eine Erlebnisreise, die man selber ja nie empfinden möchte. Und ja, das interessiert dann schon, wie er das durchgestanden hat. Ja, ich finde es auch sehr interessant. Ich habe den Band ja sogar tatsächlich zu Hause liegen und habe da jetzt auch die Tage den noch zur Rezension vor mir. Und er reiht sich ja ein in noch zwei weitere Comics, die mir einfallen, die so Anschläge thematisieren. Also da gibt es aktuell auch von Panini Love is Love. Das thematisiert den Anschlag in den Staaten auf einen Club. Ich glaube, das war eine homosexuelle Veranstaltung und deswegen sind da hier auch, ist das die thematisch auch da so der Kern Love is Love, ganz toll, ganz aktuell erschienen. Und dann habe ich auch vor kurzem gelesen vom Carlsen Verlag, von einem französischen Comic, Die Leichtigkeit von, oh Gott, Catherine Maurice oder so wird das wahrscheinlich ausgesprochen, die Anschläge in Paris auf den, wie heißt diese Satire? Satirezeit, Charlie Hebdo, genau, die noch immer in Comicform verarbeitet. Also das, wenn es dem Autor hilft, das zu verarbeiten, finde ich es ganz toll. Was mich jetzt noch kurz vielleicht als Rückfrage mal interessieren würde, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, bevor ich durchgeblättert habe, dass da so viel Text drin ist. Warst du da überrascht? Hast du mir jetzt eine Graphic Novel oder halt so ein Album, so ein Comic-Album erwartet oder wusstest du vorher vom Text? Nee, war mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob es an der schlampigen Vorbereitung lag, aber ich hatte natürlich das gesehen und hatte schon gedacht, dass es durchgängig halt ein Comic ist. War im ersten Moment auch ein bisschen irritiert, weil normalerweise, wenn du sagst, du kaufst einen Comic, dann willst du halt auch einen Comic kaufen. Aber es ist halt sehr komplex, was er dann erzählt und das hätte den Umfang natürlich dann schon sehr, sehr erweitert, wenn er das noch in Blasenform eingezeichnet hätte. Oder ich weiß noch, bei Charlie Hebdo war es ja so, dass einer, der das überlebt hat, hat auch Comics dazu gemacht. Aber das ist oftmals so gewesen, dass er sich gezeichnet hat, wie er darüber redet. Also Talking Heads im Prinzip, dass er einfach nur da sitzt und irgendwas erzählt und den einen oder anderen Gesichtsausdruck macht. Und das spart er sich halt hier und schreibt das quasi als Prosa dann oder als zusammenhängenden Text runter. Und ja, ich weiß nicht, wie es anders gekommen wäre, ob das dann, aber ich sag mal, wer sich für das Thema interessiert, wird dann auch durch den Text gehen, weil gerade das ist dann das Spannende, wie geht er damit um halt, ne? Weil er an verschiedenen Sachen, wo er vorher viel Freude hat, plötzlich keine Freude mehr hat in seinem Leben, weil er ständig um sein Leben fürchtet und ständig an Blut und Körperteile, die neben ihm lagen, erinnert wird, ne? Und ist jetzt ein Downer so ein bisschen, ne? Ja, gut. Muss ja auch mal sein, ne? Ja, er hat sie überlebt. Ja. Dass er vielleicht so eben, er hat sie überlebt, kann auch davon erzählen. Trotzdem, also sehr interessantes Thema, bin ich mal gespannt. Ja. Andi, wie hat es dir denn bei uns gefallen? Es war wunderbar, es gab Bier, mehr brauche ich nicht. vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und freut mich, dass ich als Fan von euch einfach auch mal hier mal teilnehmen durfte. Er hat also ich brauche noch Autogramme übrigens, ist klar. Kann ich nur zurückgeben, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich kann mir auch vorstellen, dass wir das auf jeden Fall wiederholen. Ja, wunderbar, jederzeit gern wieder. Dann sagen wir mal Tschüss in die Runde, fangen wir beim Gast an. Vielen Dank, lasst euch schmecken. Dankeschön. Macht's gut, von mir? Ja, von mir auch.
Die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank. Gibt es eigentlich außer John Constantine noch einen anderen gern alkoholtrinkenden Superhelden? Oder bekannte Comicfiguren? Ja. Auch andere Comicfiguren? Herkules. Iron Man. Ja, stimmt.